Ich spreche heute über ein Thema, das viele Menschen bewegt, nicht erst seit 2021, seit wir Covid-19-Impfstoffkonstrukte in Gebrauch haben, sondern im Prinzip seit mehr als 20 Jahren. Es geht um die Meldung von Verdachtsfällen auf Impfkomplikationen. Und indem ich das selbst mehr als 500 Mal gemacht habe, hätte ich lange Zeit nicht vermutet, dass viele Kollegen, Ärzte, Heilpraktiker, Hebammen und auch viele Betroffene selbst Schwierigkeiten haben mit dem Ausfüllen dieser Meldebögen. Die Meldung eines Impfschadensverdachtsfalles ist uns gesetzlich vorgeschrieben. Genau wie die Meldung von Infektionskrankheiten. Das ist geregelt im Infektionsschutzgesetz, Paragraph 6. Dieser Paragraph sagt zum einen, welche Infektionskrankheiten gemeldet werden müssen, also Keuchhusten, Masern, Syphilis und Tuberkulose beispielsweise, viele andere auch. Und im Absatz 1 ist geregelt, dass auch ein Verdacht auf eine Impfkomplikation meldepflichtig ist. Meldepflichtig in dem Falle, genau wie für die Infektionskrankheiten, können nur diejenigen sein, die überhaupt den Verdacht hegen. Und der Gesetzgeber hat geregelt, dass insbesondere medizinische Berufe verpflichtet sind. Also Ärzte, Heilpraktiker, aber auch Physiotherapeuten sollten wissen, zum einen, dass es diese Pflicht überhaupt gibt. Das ist auch vielen Ärzten nicht bekannt, wie ich aus Gesprächen der letzten Jahre weiß. Und nachher die Frage, wie stelle ich das an? Ja, was gibt es denn für Schwierigkeiten zu überwinden möglicherweise? Medizinische Laien, Betroffene, Eltern von Kindern, die eine Impfkomplikation erleiden, sind nicht meldepflichtig. Sie können aber melden. Ein Arzt, den ich gesprochen habe zu diesem Thema, sagte mir, ja, weißt du, ich weiß wohl, dass es Impfkomplikationen gibt, aber ich kann das ja nicht beweisen. Und deswegen melde ich nicht. Ja? In dem Paragraph 6 ist nirgendwo die Rede von Beweis. Das heißt, der Verdacht an sich ist meldepflichtig. Wenn ein Arzt, ein Heilpraktiker, eine Hebamme diesen Verdacht hat und erst recht, wenn sie dann schon ausgesprochen hat, zum Beispiel gegenüber geimpften Personen, dann ist sie auch zur Meldung verpflichtet. Das ist keine Kann-Bestimmung. Der Paragraph selbst kann im Internet nachgelesen werden. Nun ist die Frage, was ist denn eine Impfkomplikation? Ist es eine Komplikation, wenn das Kind nach der Impfung 39 Temperatur hat oder wenn es weint oder schlecht schläft? Oder wenn eine geimpfte Person Schmerzen im Impfarm hat beispielsweise. Auch das ist im Paragraph 6 geregelt. Was ist eine Impfreaktion, die sozusagen hinzunehmen ist und keine Komplikation ist? Und was ist eine echte Komplikation? Also das ist eine Definition. Vorübergehendes Unwohlsein gehört dazu, Schmerzen an der Impfstelle und Temperaturanstiege für ein oder wenige Tage. Das sind Impfreaktionen, die nicht unter die Meldepflicht fallen. Alles andere, alles was darüber hinausgeht, also Schmerzen im Arm, der wochenlang anhält, 40 Temperatur und Schwellung nicht nur an der Impfstelle, sondern beispielsweise des regionalen Lymphknotens, unter der Achsel beispielsweise, wenn in den Arm geimpft wird oder in der Leiste beim Kind, wenn ins Bein geimpft wird. Das sind schon Impfkomplikationen, die meldepflichtig sind. Vielen fallen kleine Veränderungen nicht auf. Betroffenen, meistens wenn sie lästig sind oder wehtun, und Eltern von Kindern teilweise nicht. Beispielsweise, wenn das Kind ohnehin nicht durchschläft, schlecht schläft, und dann nach einer Impfung schreit in der Nacht, dann wird es den Eltern nicht zwingend auffallen, dass es zum Beispiel ein anderes Schreien ist, ein längeres Schreien, das nach der Impfung auftritt. Das kann tückisch sein, weil gerade Säuglinge besonders schwere Impfreaktionen zeigen können.
sogenannte postvakzinale Enzephalopathie beispielsweise, und das äußert sich durch schrilles Schreien. Ja. Wenn ein Kind aber häufiger schrill schreit, mag es den Eltern als üblich vorkommen und sie kümmern sich nicht darum. Meine Empfehlung ist daher aus der Erfahrung, dass sich schwere chronische Erkrankungen auch schon an kleinen Symptomen zeigen können, die über eine normale Impfreaktion hinausgehen, dann auch diese Fälle zu melden. Und wer nicht weiß, was ist natürlich, was ist gesund, was ist zu erwarten, was ist eine Komplikation, sollte sich darüber informieren. Es gibt Literatur, es gibt Internetvorträge wie diesen oder Ärzte oder Heilpraktikerinnen fragen, die sich mit Impfkomplikationen auskennen. Das sind nicht sehr viele, aber sie sind zu finden. Wie gesagt, nur medizinische Berufe sind meldepflichtig. Es gibt sogar einen Ordnungswidrigkeitsparagraphen, wenn jemand nicht den Verdachtsfall meldet, obwohl er geäußert wird. Beziehungsweise auch wenn Eltern gegenüber dem Arzt den Verdacht einer Impfkomplikation bei ihrem Kind äußern, ist der Arzt zur Meldung verpflichtet. Ja. Es kann also theoretisch passieren, dass bei einer unvollständigen, nicht rechtzeitigen Meldung ein Ordnungswidrigkeitsverfahren droht, eine Geldbuße. Meines Wissens ist das noch nie ausgesprochen worden, aber in der Theorie ist es so. Wer selbst nicht melden kann oder möchte, sollte sich dann eben entweder an den impfenden Arzt oder an den behandelnden Arzt oder Heilpraktikerin wenden für diese Meldung. Was ist denn das Problem, wenn eine Impfkomplikation auftaucht, erscheint, aber nicht gemeldet wird? Ein anderer Paragraph im Infektionsschutzgesetz, Paragraph 60 und folgende, regelt die Anerkennung von Impfschäden. Ja, wir haben also den Begriff Impfkomplikation. Das sind Krankheitserscheinungen, die auf eine Impfung zurückzuführen sind. Und ein Impfschaden ist geregelt als ein medizinisch und oder juristisch anerkannter dauerhafter Gesundheitsschaden, der durch eine Impfung entstehen kann. Damit einhergeht eine Versorgung durch das jeweilige Landesversorgungsamt oder Landessozialamt des Bundeslandes. Die sind also verpflichtet, Impfgeschädigte aus Steuergeldern zu entschädigen in Form einer Rente, in Form von Zuwendungen, Hausumbau, Autoumbau, je nachdem, wie schwerwiegend die Schäden sind. Ein Problem für Geschädigte ist hierbei, dass die Anerkennungsquote, also was tatsächlich als Impfschaden anerkannt wird, sehr gering ist, da diese Ansprüche üblicherweise von den Landesversorgungsämtern zurückgewiesen werden und dann gerichtlich eingeklagt werden müssen von den Geschädigten oder von den Angehörigen. Hier ist das Problem, dass schon ein juristischer Nachteil entsteht, wenn die Impfkomplikation nie gemeldet wurde. Deshalb ist es empfehlenswert, bei Verdachtsfällen zeitnah eine Meldung zu veranlassen, entweder selbst vorzunehmen oder den Therapeuten, die Therapeutin seines Vertrauens da mit zu Rate zu ziehen. Eine Tücke ist dabei, dass nicht alle Impfkomplikationen so kurzfristig nach dem Impfereignis eintreten, dass es Medizinern oder auch Laien auffällt. Und je länger der zeitliche Abstand zwischen der Impfung und der Entstehung von Krankheitssymptomen vergeht, desto schwieriger ist möglicherweise auch später eine Anerkennung durchzusetzen. Deswegen sollte zeitnah reagiert werden, wenn jemand den Verdacht auf eine Impfkomplikation hat. Wichtig ist zu wissen, dass man von Anfangssymptomen, mögen sie auch leicht sein, ein leichtes Zucken des Kopfes, leichtes Zittern der Hand, leichte Taubheit des Beines, man nicht schlussfolgern kann, dass das schnell wieder weggeht. Die Erfahrung lehrt, dass gerade impfende Ärzte dazu neigen, abzuwiegeln und zu sagen, ach, das Kind ist etwas unwohl, es zahnt gerade, es hat nur einen Infekt.
Und dann später stellen die Eltern fest, nein, es gibt eine manifeste Lähmung, das Kind lernt gar nicht erst laufen und ähnliche schwere Entwicklungen, die aber in den ersten Tagen nach der Impfung nicht zu erkennen sind. Und daher ist empfehlenswert, auch bei nicht sehr gravierend scheinenden Fällen eine Meldung vorzunehmen. Sich nicht davon abbringen zu lassen mit besänftigenden Worten, es werde schon wieder werden. Es kann wieder werden, muss aber nicht. Es gibt auch Fälle, wo ich abrate, eine Meldung zu schicken. Das sind Fälle, die nicht gut belegt sind. Also im Normalfall werden wir eine Person haben, die eine Krankheit hat seit einer definierten Zeit, wo es eine Diagnose gibt und einen Impfpass, wo drin steht, wann eine Impfung stattgefunden hat. Gerade im Zusammenhang mit Gutachten, wenn ich also die Familienanamnese erhebe, kommt es vor, dass Verwandte herangezogen werden als eine Art Argument. Ja, also auch die Oma oder der Onkel hatte eine Impfreaktion. Und die sind nicht zu belegen. Ja, die Oma, der Onkel sind schon gestorben, Impfpässe existieren nicht und auch keine Arztunterlagen. Solche Fälle sollte man vermeiden zu melden. Das führt nur zu einer Schwemme von unglaubwürdigen Darstellungen. Das ist nicht empfehlenswert. Was sehr wichtig ist und was in meiner Erfahrung, und ich habe mit hunderten Ärzten darüber gesprochen, das ist der Zeitraum zwischen dem Impftermin und möglichen Komplikationen. Das ist kein Wissen, das im Medizinstudium vermittelt wird, offenbar auch nicht in Fortbildungen, auch nicht für Amtsärzte. Das sehe ich daran, dass ich Schreiben bekomme nach Impfschadensverdachtsmeldungen von Amtsärzten, wo sie mich darauf hinweisen wollen, dass Komplikationen, Symptome, die eingetreten sind nach 3, 4 oder 6 Wochen nach dem Impftermin, auf keinen Fall etwas mit der Impfung zu tun haben können. Auch beim Paul-Ehrlich-Institut ist dieses Wissen nicht vorhanden. Zumindest war es nicht vor 13 Jahren, als die Studie über den Zusammenhang Epilepsie und Impfung erschien. Unter Federführung von Frau Professor Keller-Stanislawski, die auch heute noch da tätig ist. Sie hat also alle Kinder, bei denen die Epilepsie länger als 1,5 Tage nach einer Lebendimpfung oder 7 Tage nach einem attenuierten Impfstoff, nachdem die Epilepsie nach längeren Zeiträumen ausgebrochen war, hat sie diese Kinder einfach aus der Studie ausgeschlossen. Das war ungefähr die Hälfte. Und das Ergebnis wurde dadurch vorhersehbar. Impfungen haben nichts mit Epilepsie bei Säuglingen zu tun. Ich hatte selbst 2 Kinder zu dieser Studie beigesteuert, die in meiner Behandlung waren. Und wir wissen sehr wohl, dass alleine durch die Pathophysiologie, durch die Entstehung von Epilepsie nach einer Impfung, durchaus Zeiträume von mehreren Wochen einzukalkulieren sind. Ich komme da noch drauf zu sprechen. Aber das sind eben leider Umstände, die weder im Medizinstudium noch in Heilpraktikerschulen ausreichend gelehrt werden. Was für Zeiträume muss ich mir denn vorstellen zwischen einem Impfereignis und einem eintretenden Gesundheitsschaden? Die Weltgesundheitsorganisation hat vor 10 Jahren in einer Richtlinie dargelegt, dass alle binnen 42 Tagen nach einer Impfung auftretenden Veränderungen gemeldet werden sollen. Ja, wenn sie als Impfkomplikation verdächtig sind, sollen gemeldet werden. Und dann habe ich Fälle aus der Fachliteratur zusammengetragen, die also in medizinischen Zeitschriften zu finden sind oder in Büchern. Und da sehen wir anhand einiger Beispiele, dass es also etliche Monate sein können zwischen einem Impfereignis und den ersten Symptomen. Also Sie sehen teilweise keine Symptome vor 6, 8 Monaten oder in einer Studie über Typ 1 Diabetes bei Kindern sogar 38 Monate. Das sind mehr als 3 Jahre. Und in der Zwischenzeit ist den Eltern der Kinder nichts aufgefallen. Es handelt sich um kleine Kinder, die eine Haemophilus influenzae B-Impfung erhalten hatten. Bei Mädchen und jungen Frauen, die die Impfung für humane Papillomviren erhalten, sehen wir auffällig viele Spätfolgen und sogar Todesfälle, wo
am Anfang nach dem Impftermin wochenlang überhaupt nichts aufgefallen war und dann schwere Krankheitssymptome eingetreten sind, bis hin zu Todesfällen. Und das erklärt sich auch bei der HPV-Impfung. Da ist eine neuartige Aluminium-Kombination eingesetzt worden als Adjuvanz, als Wirkverstärker. Und diese Aluminiumverbindungen gelangen relativ langsam in das zentrale Nervensystem. Nicht? Was hier zitiert ist am 21. Tag, das wurde bei Kaninchen untersucht, aber es dürfte bei Menschen ähnlich langsam gehen, sodass wir eben in den von Amtsärzten vermuteten 1 bis 2 Wochen viele schwere neurologische Schäden noch gar nicht haben können, weil die auslösenden Substanzen noch gar nicht im zentralen Nervensystem angekommen sind, teilweise. Neuerdings, das habe ich erst in diesem Jahr entdeckt und dann in der Literatur gesucht, stelle ich fest, dass eine seltene Art von Krebserkrankung auftritt nach Impfungen für Tuberkulose, die es heute als Empfehlung nicht mehr gibt. Die wurde nur bis 1994 empfohlen für Kinder. BCG, also Bazi Calmette-Guérin, die gibt es seit 1921. Und dann habe ich bei einer Kranken gesehen, sie hat 5 Jahre nach dieser Impfung als Kind ein malignes Melanom, also im Volksmund heißt es schwarzer Hautkrebs, entwickelt. Andere Ärzte beschreiben Basalzellkarzinome, eine andere Form von Hautkrebs. Und seither habe ich noch einen zweiten Fall gesehen. Und bei diesem Mann trat das Karzinom nach 50 Jahren nach der Impfung auf. Vermutlich tritt das also häufiger auf, als wir denken. Und es ist von den 1960er Jahren bis heute immer wieder in der Fachliteratur aufgefallen, und zwar weltweit. Ich habe einige Beispiele für Literaturquellen gebracht. Wahrscheinlich wird zu wenig darauf geachtet, denn wenn alleine in meiner Praxis mit den wenigen Kranken, die ich sehe, schon 2 Fälle in einem Jahr auffallen, dann gehe ich davon aus, dass es viel häufiger ist, als man denkt. Ich habe dann meine Statistik ausgewertet, aktuell von etwa 500 gemeldeten Fällen von Jahr 2002 bis jetzt. Und die Zeit, die durchschnittlich vergeht zwischen dem Impftermin und ersten Symptomen, die die Kranken dann melden, sind 92 Tage. Das sind also 3 Monate. Das ist der Durchschnitt von diesen 500 Fällen. Natürlich gibt es Fälle, wo es sofort auffällt, oft bei kleineren Kindern. Aber es gibt auch viele Fälle, wo das sehr schleichend einsetzt, die Beschwerden. Und dieser eine Fall eben, da sind mehr als 3 Jahre vergangen. Eine gefürchtete Komplikation und nach meiner Erfahrung fast die einzige Ursache für Enzephalitis disseminata oder MS-Erkrankungen sind Impfungen. Und da vergehen mindestens 14 Tage, aber auch manchmal 6 Monate zwischen meistens einer Serie von Impfungen und Auftreten der ersten Symptome. Nicht bei MS ist das Sehnerventzündung, Lähmungen, Kribbeln, Taubheitsgefühle, seltener Schmerzen. Und hier ist es so, dass eine Steigerung der Autoimmunreaktion von Impfstoffgabe zu Impfstoffgabe zu beobachten ist. Ja, deswegen haben wir das häufig nach FSME, also Frühsommer Meningoenzephalitis, nach HPV-Impfungen, Gebärmutterhalskrebs, nach Hepatitis B-Impfungen. Das sind so die üblichen Verdächtigen, wo diese MS-Fälle auftreten. 2 Fälle habe ich gesehen nach Typhus-Impfung. Das kommt ja selten vor, nur für tropische Reisen ist diese Impfung empfohlen. Und in beiden Fällen sind identische Symptome aufgetreten bei nicht miteinander verwandten Leuten. Und zwar extreme Schwäche und totaler Haarausfall, was auch Symptome der Typhuserkrankung sind tatsächlich. Ich habe auch beobachtet bei Tropenreisenden, die über Durchfallerkrankung, Magen-Darm-Erkrankung klagen, manchmal so stark und anhaltend, dass sie dann nach der Rückkehr von der Reise immer noch begleiten, dass sehr wahrscheinlich Impfungen Auslöser sind für diese schweren Erkrankungen. Denn die Diät, auf die das meist geschoben wird,
die unterscheidet sich nicht innerhalb einer Reisegruppe und diejenigen, die mehr Impfungen haben, werden krank und die anderen nicht, sodass ich auch hier empfehle, wenn solche Reaktionen auftreten, die zu melden als mögliche Impffolgen. Die Frage des Beweises kommt immer wieder auf, natürlich, wie ich schon sagte, kann oder muss ich den Zusammenhang, vor allem den ursächlichen Zusammenhang zwischen Impfung und Gesundheitsstörung beweisen. Das obliegt nicht dem Geschädigten oder auch dem Meldenden. Ja, also weder die Heilpraktikerin noch der Arzt noch die Hebamme müssen das beweisen. Es gibt eine Meldepflicht, aber keine Beweispflicht. Für Laien ist es wahrscheinlich noch schwieriger, aber auch Mediziner, da sie nicht dazu ausgebildet werden, pathophysiologische Zusammenhänge zwischen Impfstoffinhaltsstoffen und Erkrankungen zu erkennen, könnten natürlich, auch wenn sie aufgefordert wären, diesen Beweis nicht führen. Es wird auch seit 30 Jahren zu Impfkomplikationen fast nicht geforscht weltweit, weil bekanntermaßen ein Großteil der Forschungsgelder von pharmazeutischen Herstellern stammt, die natürlich wenig Interesse haben, die Kehrseite ihrer beworbenen Produkte darzustellen und zu erforschen. Deshalb muss der interessierte Mediziner sich diese möglichen Untersuchungen mühsam zusammensuchen. Dazu gibt es einen extra Vortrag, der auch auf dieser Seite zu finden ist. Im Prinzip ist es auch so, dass manche schweren Impfkomplikationen sich nicht pathophysiologisch lückenlos nachweisen lassen für die Anerkennung als Impfschaden. Das ist jedoch juristisch auch nicht notwendig, sondern es ist notwendig, den Zusammenhang zu zeigen und darzustellen, dass keine andere Ursache in Frage kommt für die entsprechende Gesundheitsstörung. Nicht? Also wenn es bestimmte Krankheiten nicht in der Familie gibt, wenn das Kind gesund geboren ist, wenn das Kind gesund 3 Jahre aufgewachsen ist und dann plötzlich eine Woche nach einer Impfung oder nach 2 Wochen entwickelt es eine Autismus-Spektrum-Störung ganz allmählich, ne, das kommt meist allmählich, dann wird auch ein Impfschaden anerkannt, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht. Ja, das ist der juristische Ausdruck, es muss hoch oder höchst wahrscheinlich sein. Und dann ist es aber wichtig, dass diese Erscheinungen nach der Impfung auch gemeldet worden sind, dass alles dokumentiert worden ist. Ja. Ich werde anhand der Auflistung der Punkte auf dem Meldeformular auf Details eingehen, da die Erfahrung lehrt, dass es manchen schwerfällt, das Richtige an der richtigen Stelle einzutragen. Der Meldebogen ist auch dahingehend nicht ganz so anwenderfreundlich. Ich empfehle auf jeden Fall, die Meldung auszudrucken auf Papier. Wir wissen, was passieren kann, wenn etwas nur online ist. Nicht? Es kann irgendwo gelöscht sein, es kann verloren gehen. Möglicherweise daher besser das Formular zum Ausdrucken zu verwenden. Man kann es online ausfüllen, aber sollte es dann ausdrucken. Warum empfehle ich das? Wir wissen, dass die Rechtsprechung sich in Abhängigkeit von der politischen Situation ändern kann. Derzeit ist eher wenig Neigung, Impfschäden anzuerkennen von Seiten der Behörden, von Seiten impfgeneigter Mediziner und auch von Seiten der Juristen, die damit befasst werden. Beispielsweise sind in der DDR, wo Impfpflicht herrschte, 76% aller Impfschadensfälle, die als solche gemeldet wurden, anerkannt worden. Und heute bewegt sich die Quote um die 10%. Vergleichsweise also werden weniger Fälle anerkannt, obwohl es etwa 10-mal so viel empfohlene Impfungen gibt, vermutlich auch 10-mal so viele Impfkomplikationen auftreten. Und warum es sich aber lohnt, dennoch diese Meldung abzugeben und aufzubewahren,
ist der Paragraph 823 BGB, wo es um Haftung geht. Da steht der Wortlaut widerrechtlich verübte Schädigung von Gesundheit. Die Frage ist ja, was ist widerrechtlich? Nicht? Sind die aktuell empfohlenen und zugelassenen Impfstoffe tatsächlich nach dem geltenden Arzneimittelgesetz zu Recht zugelassen? Da gibt es verschiedene Meinungen unter Ärzten und Juristen. Und wenn sich die Rechtsprechung ändert und bei einer Haftungsfrist von 30 Jahren ist das durchaus wahrscheinlich, dann kann also ein Fall, der heute zum Beispiel nicht anerkannt wird, kann durchaus in 10 Jahren, wenn die Rechtsprechung sich entsprechend ändert, anerkannt werden. Und dann ist es wertvoll, wenn die Geschehnisse aktenkundig sind. Ja. Denn auch in 10 Jahren werden noch Juristen da sein und Juristen haben gerne etwas schwarz auf weiß. Und das Gedächtnis kann einen auch trügen, deswegen ist immer empfehlenswert, Aufzeichnungen anzufertigen. Zum Ausfüllen des Formulars selbst, ich habe ein Muster hier eingefügt und werde ein paar Punkte ansprechen, die missverständlich sein können. Hier ist nochmal auf dem Formular ausgeführt, was ein Verdachtsfall ist und was kein Verdachtsfall ist, ne, was eine normale Impfreaktion ist, das steht dann noch oben an. Da geht es schon los mit dem Namen. Vielmals sehen wir im Impfpass einen anderen Namen, als die Person heute trägt, weil sie beispielsweise geheiratet hat. Die Adresse ist ja auch eine andere. Wenn die Person erwachsen ist, wohnt sie nicht mehr dort, wo sie geboren ist meistens. Und daher ist wichtig, den aktuellen Namen und Wohnort einzutragen, nicht den aus dem Impfpass, wenn es sich um einen alten Fall handelt. Das hat damit zu tun, dass mitunter ja das Gesundheitsamt Nachfragen hat an die Person. Wir kommen hier schon zu einer kleinen Tücke, die ich mehrmals erlebt habe. Und zwar, wenn zum Beispiel ältere Kranke nach einer Impfung zum Beispiel nicht mehr laufen können und ich darauf hinweise, dass ich verpflichtet bin, zu melden, dann wünschen manche Geschädigten das nicht, aufgrund dessen, dass zum Beispiel in Sachsen das Gesundheitsamt die Anlage 3 zur Impfschadensverdachtsmeldung aussendet an den impfenden Arzt, der also dann von der Meldung erfährt und mitunter, weil ja sein Name und Anschrift auf dem Meldebogen als letztes angegeben sein müssen, dann sich bei den Geschädigten beklagt, er sei angezeigt worden, das habe ich mehrmals erlebt, wobei den impfenden Ärzten nicht bekannt ist, was der Unterschied ist zwischen einer Strafanzeige, das ist eine Anzeige tatsächlich bei der Polizei, und einer Meldung nach § 6 Infektionsschutzgesetz. Dieser Unterschied ist Ärzten meist nicht geläufig, nach meiner Erfahrung. Und das kann zu dem Problem führen, wenn eine ältere Person in einem kleinen Dorf oder Stadt wohnt, dass sie vom Arzt nicht mehr behandelt wird beispielsweise. Und dann verzweifelt ist, weil sie nicht weiß, wo sie dann sich hinwenden soll. Dann ist der Meldende natürlich in der Bredouille, weil er ist gesetzlich verpflichtet, namentlich zu melden. Und die Geschädigten wünschen es aber nicht. Ja, das kann passieren. Zum Zweiten, und das ist schon ein bisschen knifflig, nämlich die Impfung selbst korrekt einzutragen. Denn ich muss natürlich den Impfpass vorliegen haben für diese Einzelheiten, die da abgefragt sind. Auf jeden Fall ist es wichtig, für jede Krankheit, wo ich vermute, den Verdacht habe, dass die Probleme entstanden sind nach einer Impfung oder einer Serie von Impfungen, dass ich jeden Fall einzeln melde. Also Beispiel, ein Kind hat chronische Ohrenentzündung seit 2 Impfungen im 2. Lebensjahr und dann hat es chronische Bronchitis nach 3 Impfungen im 3. Lebensjahr
Und dann hat es ein gelähmtes Bein nach 2 Impfungen im 6. Lebensjahr, dass ich unbedingt diese Ereignisse trenne und für jedes Ereignis einen extra Meldebogen ausfülle. Sonst wird es unübersichtlich und wirr. Es gibt in der Tabelle extra 3 Spalten, wo ich also 3 Impftermine eintragen kann, wenn es sich zum Beispiel um eine Serie handelt, nicht Hepatitis B oder auch Infanrix oder auch FSME. Denn oftmals treten die Ereignisse nicht nach der ersten Gabe des Impfstoffes ein, sondern nach der zweiten oder dritten. Oder auch leider üblich, es werden 6-Fach-Impfstoffe und Prevnar 13 gemeinsam verimpft. Die Hersteller sagen, dass das zu erheblich mehr Komplikationen führt, vor allem epileptischen Anfällen. Aber viele Kinderärzte dennoch diese Mehrfachimpfungen zusammen verabreichen. Und dann müssen die natürlich, da die am gleichen Tag gegeben werden, auch beide eingetragen werden. Beim Impfstoff, das ist heutzutage einfach, bei modernen Impfungen, sagen wir mal der letzten 20 Jahre, da wird ein Aufkleber in den Impfpass geklebt, wo man den Namen des Impfstoffes und die Chargennummer gut ablesen kann. Bei älteren Impfpässen, wenn es jetzt um die Meldung vergangener Komplikationen geht, ist es so, dass kein Handelsname eingetragen wurde, sondern es wurden Kreuzchen gemacht in der Spalte Diphtherie, Tetanus, Pertussis beispielsweise. Oder in ganz alten DDR-Impfausweisen steht die Abkürzung DKW für Diphtherie, Keuchhusten, Wundstarrkrampf. Da wurde etwas unterstrichen oder durchgestrichen. Da muss man sich dann das entsprechend zusammensuchen. Das heißt, dann kann man also nicht den Handelsnamen eintragen und auch gar nicht den Hersteller. Ja. Der Hersteller ist nicht so wichtig, der ergibt sich, den kann man nachlesen. Wichtig ist dann die Spalte Applikationsart und Ort. Ja. Also die Applikationsart gibt es im Prinzip nur 2 Standardmöglichkeiten. Heute das ist oral. Das sind im Prinzip nur die Rotavirus-Impfstoffe und intramuskulär, das ist also die Injektion. Es gibt in manchen Ländern auch noch nasale Impfstoffe, aber hierzulande sind sie derzeit nicht in Gebrauch. Und ja, wenn möglich, sollte also das alles korrekt eingetragen werden, sofern man auch das lesen kann. Chargennummern findet man manchmal nicht für Influenza-Impfungen, weil aus welchen Gründen auch immer manche impfenden Ärzte dann beide Aufkleber in die Krankenakte bei sich in der Praxis einkleben und nicht in den Impfpass. Dann muss man den Arzt danach fragen. Oder man muss eben nicht im Impfpass eingetragen dort in die Spalte schreiben. Die Applikationsart und der Applikationsort ist manchmal gefragt. Da kann man eben reinschreiben, rechter Oberarm. Ja. Jemand hat mal reingeschrieben, den Praxisort des impfenden Arztes. Das ist nicht mit Impfort gemeint oder die Stelle, sondern damit ist gemeint am Körper des Geimpften. Dann folgt eine Zeile mit Impfanamnese. Da will das Paul-Ehrlich-Institut wissen, hat die Person diesen gleichen Impfstoff schon einmal bekommen. Wenn jetzt nur angekreuzt ist Diphtherie, Pertussis, Tetanus oder Mumps, Masern, Röteln, dann kann ich natürlich nicht wissen, wenn das Kind 2 Impfungen hatte, ob das der gleiche Impfstoff war. Das kann dann nicht beantwortet werden, die Frage. Kann nur beantwortet werden, wenn derselbe Impfstoff mit demselben Namen schon mal gegeben wurde vorher. Also nach mehr als 500 ausgefüllten Meldebögen habe ich den Eindruck gewonnen, diejenigen, die sich den ausgedacht haben, haben selber mit Impfkomplikationen nichts zu tun gehabt, denn die sind etwas praxisfern geraten. Ja, dann kommt der interessante Punkt Diagnosen. Da sind 3 Zeilen vorgesehen für 3 Diagnosen. Und das hat folgende Bewandtnis. Es können durchaus nach einer Impfung oder einer Impfserie mehrere Krankheiten entstehen. Zum Beispiel, das Kind entwickelt eine chronisch wiederkehrende Ohrenentzündung. Dann muss eben in die Spalte chronisch rezidivierende Otitis eingetragen werden. Und dann kommt Beginn und Dauer.
In aller Regel wird die Otitis nicht am Tag der Impfung beginnen, sondern vielleicht 2, 3 Tage später oder auch erst nach einer Woche. Dann kann zum Beispiel eine andere Diagnose sein, eine Lähmung eines Beines. Ja, das kann auch erst nach längerer Zeit eintreten, vielleicht nach 4 Wochen. Dann muss also diese Diagnose extra eingetragen werden. Und schließlich kann es zu Schlafstörungen kommen beispielsweise, dann muss das in die 3. Zeile eingetragen werden. Wichtig ist, dass nicht dort Symptome eingetragen werden. Also so etwas wie Schwitzen, Frieren, Zittern oder Weinen, das sind keine Diagnosen. Ne? Also Diagnosen sind Krankheitsbezeichnungen, die, wenn zum Beispiel medizinische Laien sich nicht mit Diagnosen auskennen, sie den Arzt oder die Heilpraktikerin ihres Vertrauens hinzuziehen sollten für diese Meldung, damit sie eine Diagnose oder wenigstens eine Verdachtsdiagnose erhalten, die sinnvoll klingt und dem Bild entspricht, das das Kind oder der Erwachsene zeigt. Wichtig ist wirklich, Diagnosen dorthin zu schreiben und nicht viel Prosa. Und wichtig ist auch zu schauen, wann hat es angefangen. Das ist manchmal schwierig bei Zuständen, die lange zurückliegen. Da kann es passieren, dass die Betroffenen sich nicht genauer erinnern. Dann muss man es eben ungefähr schreiben. Und Dauer. Bei Dauer ist es tatsächlich so, dass ich meistens eintragen muss bis dato, weil 75% aller Fälle, aller Impfkomplikationen sind zum Zeitpunkt der Aufnahme bei mir nicht geheilt. Das heißt, in der Regel sind diese Folgen bleibend. Wenn ganz und gar keine zeitliche Einordnung möglich ist, ist natürlich die Frage, dass man sich überlegt, ob man das überhaupt melden sollte. Der Punkt dann auf der 2. Seite oben beginnt mit abklärenden Untersuchungen. Da werden natürlich im Falle von Verdacht auf MS dann Liquor-Untersuchungen sein, da werden Computertomographie-Untersuchungen sein, es werden serologische Blutuntersuchungen vorgenommen. Es kann aber auch etwas Einfaches sein, nicht eine Bronchitis beim Kind kann der Kinderarzt hören, da braucht er nicht das Labor bemühen. Oder bei bestimmten Verdachtsfällen wird es Röntgenbilder geben. Aber oftmals kann ich auch durch eine manuelle Untersuchung Probleme feststellen, nicht beispielsweise eine Blinddarmreizung, da brauche ich jetzt kein Gerät dazu. Wiederum atopische Dermatitis als sehr häufige Impffolge kann man sehen als geübter Praktiker, da braucht man auch nicht unbedingt Hautarzt sein. Das sieht sehr eindeutig aus. Zumal wenn die Symptome von den Eltern auch noch beschrieben werden dazu. Bei Autoimmunkrankheiten sieht es anders aus. Da sollen immer Laboruntersuchungen vorliegen. Nicht, wenn ich eine Autoimmunentzündung der Schilddrüse habe, eine rheumatische Arthritis oder Diabetes mellitus. Das kann man nicht als Blickdiagnose erwarten. Und da sind Blutuntersuchungen notwendig. Das müsste dann dort eingetragen werden. Schwierigkeiten gibt es manchmal noch, da staune ich eigentlich, weil seit mehr als 10 Jahren dieses Patientenrechtegesetz existiert und es gibt noch immer Arztpraxen, die sich weigern, Befunde herauszugeben. Nicht? Die Befunde sind Eigentum des Patienten. Der Arzt ist nur zur Aufbewahrung verpflichtet. Viele Ärzte und Schwestern wissen das noch immer nicht, dass sie verpflichtet sind, Kopien herauszugeben gegen Erstattung der Kopierkosten. Ja? Wer da Schwierigkeiten hat, kann sich auch an seine Krankenkasse wenden, denn die Krankenkasse hat ja die Leistung bezahlt und natürlich steht sowohl der Krankenkasse als auch dem Patienten immer jeder Befund als Kopie zu. Es gibt da keine Möglichkeit für den Arzt, es zu verweigern. Weiterhin bin ich bei dem Meldebogen aufgefordert, Differentialdiagnosen aufzuzählen, also was wurde ausgeschlossen. Mit welcher Krankheit hätte man die Impfkomplikation vielleicht verwechseln können? Ja, hier ist natürlich notwendig, dass ich medizinisches Wissen habe, sonst kann ich ja keine Differentialdiagnose stellen. Und in der Tat gibt es viele Möglichkeiten, andere Krankheiten als Impffolge zu missdeuten. Und es geht nicht darum, dass ich jede Erkrankung, jede Veränderung, die zeitlich nach einer Impfung liegt, noch dazu mehrere Wochen oder Monate, dann einer Impfung in die Schuhe schieben kann. Das ist auch nicht das Anliegen meines Vortrags. Es gibt sehr wohl
gut zu differenzierende Fälle, wo auch Impfungen fälschlich angeschuldigt werden, beispielsweise Migräne, Kopfschmerz. Das habe ich wohl als Impffolge gesehen, aber mindestens 100 Mal häufiger sind synthetische Hormone bei Frauen die Ursache für Migräne und Kopfschmerzen. Lange Zeit dachte ich, dass atopische Dermatitis nur als Impffolge vorkommt, beziehungsweise als hereditäre Impfkrankheit, wenn die Eltern davon betroffen waren. Und dann musste ich lernen, dass auch bei ungeimpften Kindern Neurodermitis ausbricht, und zwar oft von Geburt an. Und das ist dann der Fall, wenn die Mutter in der Schwangerschaft ein synthetisches Gestagenpräparat eingenommen hat. Diese Präparate führen bei den Kindern im leichtesten Fall auch zu einer atopischen Dermatitis, leider auch oft zu komplizierteren Problemen. Aber das muss auch differenziert werden. Multiple Sklerose hatte ich schon ein paar Mal erwähnt als Impffolge. Es gibt Kombinationen von giftigen Metallen wie Blei, Quecksilber, Arsen, die, wenn sie als Kombination vorliegen, auch solche MS-artigen Symptome hervorlocken können. Und dann, wenn in dem Zeitraum eine Impfung stattgefunden hat, könnte man das auch verwechseln. Oftmals werden sich diese Faktoren natürlich zusammen kombinieren, komplizieren. Und wir wissen auch, dass chronische Entzündungszustände, beispielsweise rheumatische Gelenkerkrankungen, durchaus auch Folgen von infizierten Zähnen, also beherdeten Zähnen sein können. Auch da muss ich nicht immer die Impfung anschuldigen, sondern der kluge Therapeut wird alles diagnostisch abklären, eins nach dem anderen, und dann per Ausschluss zur Diagnose kommen. Eine Frage ist immer, trat früher schon mal eine Impfkomplikation auf? Wenn ich diese Frage bejahe, dann sollte auch dieser andere Verdachtsfall, der frühere Verdachtsfall, natürlich gemeldet sein. Ich bin ja zur Meldung verpflichtet. Ja. Wenn ich, wie es manchmal vorkommt, 3, 4 oder 5 Impfkomplikationen bei einer Person sehe und einzeln melden muss, dann muss ich hier eigentlich im Prinzip eine Tabelle anfügen, weil sich das auf diese 2 Zeilen da oder 3 Zeilen ganz schlecht eintragen lässt, wie gefordert. Eine andere realitätsferne Frage ist eben die, wurden die Impfstoffe nach Abklingen der Symptome nochmals angewendet? Wie ich schon sagte, sind mehr als 3/4 aller Symptome zum Meldezeitpunkt nicht abgeklungen. Und dann habe ich da nur so ein winziges Stück Zeile, wo ich das draufschreiben kann. Das ist unpraktisch. Und ebenso die nächste Frage, traten die Symptome ohne Zusammenhang zu einer Impfung nochmals auf? Viele Impffolgen sind schubweise oder saisonal verlaufende Autoimmunerkrankungen, wie der Heuschnupfen, die Multiple Sklerose oder die rheumatische Arthritis. Da habe ich Schübe, die auch ohne weitere Impfung auftreten. Das liegt in der Natur dieser Krankheiten. Ja, und dann, wenn ich dann dort Nein ankreuze, dann kann der Bearbeiter beim Paul-Ehrlich-Institut denken, na, da hat es ja gar nichts mit der Impfung zu tun. Aber in Wahrheit ist es eben die Natur von Autoimmunkrankheiten, dass sie manchmal schubweise oder saisonal verlaufen. Dann soll ich ankreuzen, wie verlief die Impfreaktion. Musste man einen Arzt besuchen, nicht ambulante Behandlung. Das kann ein Arzt sein, ein Heilpraktiker, eine Physiotherapeutin oder auch ein Psychologe beispielsweise. Es gibt ja auch psychische Schädigungen nach Impfung, Angststörungen zum Beispiel. Nicht selten. Das wäre eine ambulante Behandlung. Musste die Person in eine Klinik. Hier kann es beispielsweise auch eine stationäre Psychotherapie sein. Na, dann muss stationär angekreuzt werden. Kniffliger ist die Frage, was ist lebensbedrohlich? Ne? Natürlich gibt es Krankheiten, von denen jeder weiß, dass sie tödlich enden können. Lungenentzündung beispielsweise oder anaphylaktischer Schock oder Blutgerinnungsstörungen oder herzbezogene Reaktionen.
im Zweifelsfalle muss man sich dann erkundigen, entweder man googelt es oder man fragt einen Mediziner, dass man auch ernst genommen wird und nicht da, sagen wir mal, Hautausschläge als lebensbedrohlich ankreuzt. Sind sie meistens nicht. Dann wird gefragt nach der Ausgangslage, also wie hat es geendet mit dieser Impfreaktion. In meiner Erfahrung sind es also weniger als 20% oder weniger als 25% der Impfkomplikationen, die von alleine wieder heilen. Oftmals werden die Geschädigten auch ganzheitliche Heilverfahren anwenden. Wiederhergestellt bedeutet aber nicht unter einer Dauermedikation. Also wenn ein Kind eine atopische Dermatitis hat, sich Tag und Nacht juckt und ich trage da Cortisonsalbe auf, dann hört zwar das Jucken auf, das ist aber keine Wiederherstellung. Also Wiederherstellung ist eine Beschwerdefreiheit ohne Medikation. Ja. Das wäre wiederhergestellt. Aber die weitaus meisten Fälle werden als bleibender Schaden anzukreuzen sein, da nicht abzusehen ist, ob eine solche Autoimmunkrankheit, eine Lähmung oder eine Autismus-Spektrum-Störung wieder zu heilen ist. In wenigen Fällen kreuze ich an, noch nicht wiederhergestellt. Das sind die Fälle, wo es schwere Akutsymptome gab, aber die Kranken sich auf dem Weg der Besserung befinden und abzusehen ist, dass sie wahrscheinlich wieder genesen, dann könnte man dieses noch nicht wiederhergestellt ankreuzen. Wenn ich aber den Verdacht haben muss, dass es sich um tiefgreifende, zum Beispiel neurologische Erkrankungen, Autoimmunkrankheiten handelt, da sollte ich das nicht ankreuzen, weil die Chance, dass ein MS von alleine wieder heilt, doch sehr gering ist. Gibt es zwar, aber auch bei Long-Covid-Reaktionen, ne, da wird man das nicht ankreuzen. Da ist kein falscher Optimismus am Platz. Dann die Adresseinträge, das ist relativ klar. Hier ist es manchmal schwierig, also ich habe oft Schwierigkeiten, den impfenden Arzt auszumachen, bei Personen, die öfter umgezogen sind oder den Arzt gewechselt haben, weil die Impfpässe so gestaltet sind, dass die Spalten für den Stempel des Arztes deutlich kleiner sind als die üblichen Arztstempel, sodass wer also jede Spalte ausfüllt, hat dann so viele Stempel übereinander, dass nichts mehr zu lesen ist. Sodass ich dann die Betroffenen frage, ne, bei welchem Arzt waren Sie denn, wie heißt denn der, man kann sie überhaupt nicht lesen. Also da muss man sich dann erkundigen. Meines Erachtens die Eintragungen zu Zeiten von Covid-19-Impfprogrammen in Impfzentren sind rechtswidrig, weil Name und Adresse des impfenden Arztes da nicht nachvollziehbar eingetragen wurde. Ich finde da eben solche Einträge wie ja, A. Meyer, B. Müller, Arzt als Stempel, da ist keine Adresse da. Und wenn jetzt jemand sagen wollte, naja, der Arzt hat mich überhaupt nicht aufgeklärt über mögliche Risiken und Nebenwirkungen, nicht? Dann ist es ja ein Versäumnis. Die Aufklärungspflicht wurde verletzt. Ja, diesen Arzt Meyer, da kann man lange suchen. Kann man sich an niemanden mehr wenden. Deswegen sollten auch Impfgeneigte immer darauf bestehen, einen vollständigen Stempel mit lesbarer Adresse zu haben, dass sie eine Ansprechadresse haben, wenn sie sich an jemanden wenden wollen. Auch das Gesundheitsamt kann seiner Pflicht, die Anlage 3 zu versenden, natürlich nicht nachkommen, wenn keine Adresse da ist. Von Haftung ganz zu schweigen. Wie schon gesagt, das Nicht-Eintragen einer Impfung im Impfpass ist rechtswidrig. Das Infektionsschutzgesetz schreibt das vor, und zwar ganz genau, mit Chargenaufkleber, Unterschrift und Stempel. Und mit Stempel ist also nicht nur der Name gemeint, ne, denn mit dem Namen Meyer kann man niemanden finden. Wenn das Impfbuch nicht zur Hand war, ist der Arzt verpflichtet, das beim nächsten Termin nachzutragen. Und ich empfehle auch, das zeitnah zu tun. Das wird dann versäumt, nicht über einige Wochen. Dann treten vielleicht Symptome auf. Dann ist der Arzt im Urlaub und dann vielleicht geht er inzwischen in Rente. Und dann findet der Nachfolger die Akte nicht und schon hat man das Problem, dass man vielleicht eine Impfkomplikation hat und keinerlei Eintragung. Und dann kann man viel erzählen. Also das sollte auf jeden Fall immer
zeitnah alles nachgetragen werden. Denn wir haben jetzt das Problem bei Gutachten. Leute haben den Arzt gewechselt, der Arzt ist in Rente gegangen, der Nachfolger erinnert sich nicht und weg ist es. Das Meldeformular selber muss an das Gesundheitsamt geschickt werden. Das ist so die Vorschrift. Das Gesundheitsamt ist verpflichtet, nach § 11 den Meldebogen anonymisiert ans Paul-Ehrlich-Institut weiterzuleiten. In Sachsen habe ich die Beobachtung machen müssen vor einigen Jahren, dass das teilweise nicht erfolgt. Also Amtsärzte haben offenbar meine Meldung weggeworfen und ich habe mir dann angewöhnt, die direkt an das Paul-Ehrlich-Institut zu senden als Kopie. Was macht das Paul-Ehrlich-Institut mit den Meldungen? Das ist ja auch interessant zu wissen. Wer bewertet, also bis vor 3 Jahren wurden ja die Verdachtsfälle vom Paul-Ehrlich-Institut bewertet, nach wahrscheinlicher Zusammenhang, unwahrscheinlicher Zusammenhang mit der Impfung. Das waren Ärzte, die halt Medizin studiert hatten, aber keine Ausbildung über die Impfrisiken, Kontraindikationen. Das war den Ärzten nicht bekannt. Sie sind natürlich dort abhängig von diesem Arbeitgeber, sie können also nicht frei entscheiden und sie waren verpflichtet, nach von den Herstellern vorgegebenen Listen zu entscheiden, was ist eine Impfkomplikation und was nicht. Wo ist ein unwahrscheinlicher Zusammenhang? Ne? Das hat der Abteilungsleiter der Pharmakovigilanz, Dr. Menzer, einem Kollegen geschrieben, der das wissen wollte. Bis zum vergangenen Jahr wurden die Meldungen öffentlich gemacht. Als dann die Meldungen nach Covid-19-Impfungen überhand nahmen und in die Hunderttausende gingen, da wurden plötzlich datenschutzrechtliche Bedenken vors Loch geschoben, dass man das nicht mehr machen könnte. Also jetzt sind die Meldungen bei Eudra Vigilance, das ist die Europäische Arzneimittelbehörde, landen die. Das Problem ist bei der Europäischen Arzneimittelbehörde, dass sie extrem sorglos sind hinsichtlich Impfkomplikationen, weil sie im Wesentlichen von Pharmalobbyisten an führenden Stellen gesteuert werden. Und ich mache mir da wenig Hoffnung, dass es eine Rückkopplung gibt auf Impfstoffhersteller, Impfstoffzulassung und Anwendung. Die Europäische Arzneimittelbehörde schreibt keine klinischen Wirksamkeitsstudien für Impfstoffe vor. Und die Pharmakokinetik, also was passiert mit den Inhaltsstoffen des Impfstoffes in einem Körper eines Kindes, das muss nicht überprüft werden, das ist nicht vorgeschrieben. Es genügt laut dieser EMA, also Europäischen Arzneimittelbehörde, wenn die Wirkung des Impfstoffes als positiv eingeschätzt wird. Ja. Es genügt eine Schätzung. Das Paul-Ehrlich-Institut hat auch für die im Schnellverfahren zugelassenen Covid-19-Impfstoffkonstrukte keine Untersuchung der Substanzen vorgenommen. Die Substanzen wurden nicht auf inhaltliche Reinheit, auf Wirksamkeit, auf Nebenwirkungsfreiheit irgendwie überprüft, weder an Tierversuchen noch sonst irgendwie. Lediglich die Anzahl der Zulassungsunterlagen, die Blätter wurden geprüft. Das hatte ich einem Interview mit Frank Helbert gesagt, der vom Südwestdeutschen Rundfunk mich gefragt hatte 2020. Und er war völlig entsetzt, als ich ihm diese Antwort gab, es gibt überhaupt keine Überprüfung, es wird nichts untersucht. Und dann hat er beim Paul-Ehrlich-Institut angerufen, weil er mir nicht geglaubt hat. Und die haben gesagt, ja, das ist so. Also er war ziemlich enttäuscht. Ich wusste es ja schon. Und ich hatte mich dann erkundigt beim Paul-Ehrlich-Institut, warum wir auf die Impfschadensverdachtsmeldung keine Bestätigungsbriefe mehr bekamen seit Juni 2020, also 6 Monate vor Beginn der Impfungen. Und da schrieb mir Herr Dr. Streit vom Paul-Ehrlich-Institut, dass also aufgrund der vielen schweren Nebenwirkungen mit der Schweinegrippe-Pandemie, mit den Impfstoffen, dass man also bereits im Sommer 2020 mit einem hohen Aufkommen an
Impfkomplikationen gerechnet hattest. Wer sich erinnert an Sommer 2020 oder noch eine Zeitung von damals hat, da gab es also eine Fülle von heroischen Versprechungen über die Harmlosigkeit dieser Impfstoffe, wie gut die verträglich wären und so weiter. Das Paul-Ehrlich-Institut wusste es schon besser damals, hat es aber zumindest nicht öffentlich gemacht. Einige wird es interessieren, was geschieht denn mit den Meldungen, wenn ich die dann zum Gesundheitsamt oder zum Paul-Ehrlich-Institut schicke. Wird es einen Einfluss haben auf die Zulassung von Impfstoffen, auf die Empfehlung durch die Ständige Impfkommission? Das war früher so, also noch 2009, als Pandemrix auf den Markt kam und viele Fälle von Narkolepsie in kurzer Zeit auffielen. Da wurde schnell die Zulassung dann entzogen. Noch etwas früher beim Kinderimpfstoff Hexavac, da gab es also mehrere Todesfälle innerhalb kurzer Zeit nach diesen Impfungen. Auch da ruhte die Zulassung, weil einer der Pathologen, der die gestorbenen Kinder untersucht hatte, gedroht hatte, das im Fernsehen zu besprechen. Dann 2021, als die Verdachtsmeldungen 200-fach höher waren als zuvor in den Jahrzehnten, wurde nichts unternommen. Es wurde weiterhin vom Paul-Ehrlich-Institut, vom Robert-Koch-Institut beschönigt. Es gebe keine Impfkomplikationen, nicht mehr als sonst auch. Ich habe diese Zahlen dann auch den gesundheitspolitischen Sprechern aller Landesparlamente mitgeteilt, von allen Parteien. Also wer Abgeordnete kennt oder schätzt, kann sie ja mal fragen, was sie dann mit meiner Warnung gemacht haben. Ich habe nur von zweien eine Rückmeldung bekommen, aber auch keine parlamentarischen Reaktionen gesehen. Mit welcher Meldequote muss ich etwa rechnen? Wie viele Meldungen gehen denn ein? Wie viele Impfkomplikationen gibt es in Relation zu den abgegebenen Meldungen? Da gibt es eine sehr gute, ausführliche Studie, die die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC in Auftrag gegeben hatte 2007 bis 2009. Da haben eine große Zahl von Analysten die Daten von Krankenversicherten analysiert und haben sie geschaut, wer binnen 30 Tagen nach einer Impfung mit einer neuen Art von Erkrankung zum Arzt kommt. Und sie stellen fest, das sind etwa 100 Mal mehr Fälle, als tatsächlich als Impfkomplikationen gemeldet werden. Sie schlussfolgerten also, die Meldequote liegt unter 1% in den USA, wobei sie allerdings nur 30 Tage nach der Impfung betrachtet haben. Wir wissen ja jetzt schon, die durchschnittliche Dauer, bis Krankheitssymptome eintreten, beträgt 90 Tage. Das heißt, mit den 1%, das ist sozusagen zu hoch gegriffen. Immerhin Lazarus und Klompas sagen, jeder Arzt sieht in der Klinik oder Praxis, also der tatsächlich mit Kranken zu tun hat, sieht durchschnittlich 15,6 Impfkomplikationen, also schwere Impfreaktionen pro Jahr und müsste die eigentlich melden. Na, wenn man also mit meiner Meldequote das vergleicht, können wir sagen, die Meldequote liegt etwa bei 0,3 bis 0,5%. Ich habe auch eine Aussage von Frau Schmidt-Göhrig hochgerechnet, Ärztin in der Sächsischen Impfkommission und Hausärztin in Dresden. Sie hat angegeben, dass sie 10 Impfkomplikationen pro 10 Jahren gemeldet hat. Wenn wir das auf die Anzahl der Ärzte in Sachsen hochrechnen, wenn jeder Arzt einen Fall pro Jahr gemeldet hätte, müssten wir 2020, also bevor die mRNA dann die Zahlen ansteigen ließ, etwa 30.000 Verdachtsmeldungen gehabt haben in Sachsen. Wir hatten aber nur 600, laut Paul-Ehrlich-Institut. Also daraus errechnet sich eine Meldequote von unter 0,2%. Und wenn wir dann die Impfschadensquote von Lazarus und Klompas dazu nehmen, dann kommen wir auf eine Meldequote von 0,013%. Und falls die sächsischen Gesundheitsämter weiterhin mehr als ein Drittel aller Impfschadensmeldungen nicht weitergeleitet hätten, dann würden beim Paul-Ehrlich-Institut 0,004% der Fälle ankommen. Und dann sagt das Paul-Ehrlich-Institut, Impfungen sind gut verträglich und sicher.
Ist ja klar. Es gibt eine Studie zu Langzeitfolgen von Covid-19-Impfstoffen, die Professor Harald Mattes seit 2021 durchführt. Die ist noch am Laufen oder wird gerade ausgewertet. Und er ermittelte also 40 Mal häufiger Impfkomplikationen, als die offizielle Meldezahl ist. Und das ergibt eine Meldequote von 2,5%. Das heißt, das ist auch meine Beobachtung, die schweren, markanten Impfkomplikationen durch die Covid-19-mRNA-Impfstoffe haben die Meldequote deutlich erhöht auf etwa das Fünffache, wenn wir von 0,5% ausgehen, also etwa auf 2,5%. Trotzdem bin ich der Meinung, angesichts dieser Zahlen, dass wir kein Impfschadensmeldesystem haben, das den Namen verdient, sondern eher ein Impfschadensvertuschungssystem. Denn nach 22 Jahren, dieses Gesetz, Meldepflicht, existiert seit 2001, würden verantwortliche Behörden und Politiker längst etwas unternommen haben, wenn ihnen daran gelegen wäre, dass Impfkomplikationen bekannt werden, aufgearbeitet werden, ausgeschlossen, vermindert werden und so weiter. Aber das ist nicht der Fall. Über die Gründe werde ich jetzt nicht weiter spekulieren. Ich hoffe, ich konnte Sie ermutigen, selbst tätig zu werden, sich zu informieren und wenn Sie einen Verdachtsfall erleben, auch tatsächlich zu melden. Vielen Dank.